Jo Leute, was geht ab? Kleines Update zu meiner FIFA-Mannschaft. Ich habe ja, meine Aufstellung auf jeden Fall umgestellt. Paar neue Leute, definitiv. Oblak ist immer noch im Tor. Dann drei Innenverteidiger. 3-1-4-2 Aufstellung. Ich habe Gimenez und Felipe. Ja, die haben alle auch ja, Chemie 10. Deswegen passt es eigentlich. Klar könnte ich auch komplett englische Abwehr machen. Der Rest ist auf jeden Fall englisch vorne bei mir. Die drei Spanier halt. Aus der spanischen Liga, sag mal so. Dann noch Stones hier. Ja, Wings auf der zentralen defensiven Mittelfeldposition. Hier will ich vielleicht Eriksen hinhaben. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob das auch mit der Chemie passt. Muss ich schauen. Und hier wäre geil, wenn ich ja Vertonghen oder Alderweireld hier spielen lassen könnte. Kane, zentrales Mittelfeld, Aguero, zentrales Mittelfeld. Dann habe ich links Sané, rechts Sterling, vorne Traoré und James, Daniel James. Hier Traoré will ich auf jeden Fall, ich glaube, das ist ein 83er, den will ich auf jeden Fall haben. Ja, Auswechselbank, Saar, Odegaard, Saha, Lucas Moura, Costa, Valbuena, Rashford. Ganz geile Mannschaft. Schreibt mal eure Kommentare zu der Mannschaft rein. Hier zentrales defensives Mittelfeld. Vielleicht noch Eriksen. Abwehr mal schauen. Ja, eigentlich ganz krasse Mannschaft jetzt. Besser, auf jeden Fall besser als davor. Da hat bei mir auch die Chemie, glaube ich, gar nicht gepasst. Weiß ich gar nicht mehr. So ist eigentlich ganz geil. Oh, scheiß FIFA macht so süchtig. Leider zocke ich am PC, nicht an der PlayStation. Es sind definitiv sehr, sehr viel weniger Spiele online. Allein Transfermarkt sind immer so 300, 400.000 Sachen online. Bei der PlayStation 3, 4 Millionen. Schon krass, zehnfache. Naja. Also, schreibt mal eure Kommentare zu der Mannschaft in die Kommentare. Schreibt mal eure Meinung zu der Mannschaft in die Kommentare und dann Peace. Wer am PC zockt, kann mir auf jeden Fall schreiben.